Ja, hallo liebe Freunde auf meinem Kanal der gepflegten Unterhaltung. Garados Damage meldet sich zurück mit einem, ja, sag ich mal, etwas älteren Thema, nämlich dem Poketubing. So ganz habe ich das irgendwie nicht aufgegeben und es gibt da noch ein paar Sachen, die muss ich einfach vollenden, um dann wirklich das Thema Poketubing vielleicht abzuschließen. Vielleicht habe ich auch nochmal einen Hype und mache weiter. Auf jeden Fall ist dieses Video nochmal an alle Poketuber gerichtet und ja, ich werde auch dann in diesem Video sagen, welche Karten ich von denen, die ich möglicherweise in diesem Video unboxe, auch tauschen werde. Ja, was gibt es anzuboxen? Das hier gibt es anzuboxen. Und das hier gibt es anzuboxen. Das werde ich vermutlich in zwei Videos aufteilen. Ja, warum habe ich mir nochmal zwei Displays bestellt vom Typ oder Themen Deck Protoshock, weil ganz einfach, ja, ich kann es halt, ne? Ja, nein, Spaß beiseite. Ich habe es mir bestellt, ja, natürlich, weil ich es kann, seht ihr ja, und weil ich das Set immer noch nicht vollständig habe. Ich sammle dieses Set immer noch als Master Set und mir fehlen da immer noch ein paar Karten, insbesondere der ganz seltenen Karten, zum Beispiel die goldenen Full Art Trainerkarten. Die fehlen mir auch noch. Ich würde sagen, ich nehme mir ein Display hier zugute und fange dann einfach mal an hier mit dem Unboxing. Wie ich das letztendlich hier handeln werde, das weiß ich noch nicht. Das muss ich mal schauen. Ich werde auf jeden Fall natürlich für euch hier, nur für euch mache ich das. Na, klar, wenn ich mal das so öffne, dann öffne ich das einfach. Es gibt da ein paar Karten, die habe ich mal einfach so geöffnet, ohne sie in die Kamera zu halten. Dann mache ich das natürlich alles Larifari, aber für euch stelle ich das natürlich immer so professionell hin, dass das aussieht wie im Kiosk, wo man sich letztendlich die Boosterchen einzeln kaufen kann. Ja, wie ich das letztendlich mache, das muss ich noch schauen. Ich werde also hier mal gucken. So, für alle, die es noch nicht wissen, wie so ein Display aussieht von Protoshock, kauft euch selber eins. Da werdet ihr sicherlich sehen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, euch das zu zeigen. Da könnt ihr euch das dann sicherlich durchlesen oder ihr fragt den Kioskhändler, wie das vonstatten geht, was da hinten drauf steht und so. Nein, war natürlich nur ein kleiner Witz. Also, so sieht ein Display aus von Protoshock. Hier sind die Booster drin. Ich zeige das noch einmal. Hier oben steht Protoshock Pokémon. Da sieht man ein Kyogre. Ist das hier auch ein Groudon? Nein, man sieht hier wirklich nur ein Kyogre. Des Weiteren sehen wir hier ein Gardevoir. Ja, und hier hinten drauf steht dann noch halt so ein Text. Erwachen der Erzrivalen, also Groudon und Kyogre, Stolos und Gardevoir. Wo es in diesem Themendeck drum geht, ist quasi diese Protomorphose-Entwicklung. Die sehen so aus von Kyogre hier oben und von... von Groudon, sorry, sieht das so aus. Und das hier sind jeweils die Mega-Entwicklungen von Gardevoir und von Stolos. Hier haben wir dann Mega-Stolos. Und so sieht das Ganze aus. Von unten ist das weiß, da ist nichts Besonderes. Deswegen, so, ja, also, so sehen die Displays aus. Und jetzt stehe ich hier vor einem Rätsel. Wie soll ich es machen? Soll ich es wie in alten Zeiten machen? Ich werde mir auf jeden Fall aus jedem Display 4 Booster-Packs rausnehmen. Und zwar jeweils die ersten 4. 1, 2, 3, 4. Damit dürfte ich eigentlich alle Artworks abgedeckt haben. Und aus diesem Display nehme ich mir natürlich auch die ersten 4 Booster Packs raus.
für ein etwaiges Special. Oh, und da sehe ich, das ist unsortiert. Hier habe ich nicht alle Artworks abgedeckt. Möchte ich jetzt aber auch gar nicht so großartig sortieren, dass ich auch alle Artworks hier abgedeckt habe. Lasse ich einfach so. Finde ich mal ganz interessant zu sehen. Mache ich also hier so. 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 Und so. Und so. Ja, das hier wird dann wahrscheinlich eine Bike Special. Ich zeige das noch einmal. Ein Kyogre, ein Mega Stolos, ein Groudon, ein Groudon, ein Groudon, ein Mega Gardevoir, Mega Gardevoir, Mega Gardevoir. Die lege ich beiseite. Die sind für das Special gedacht und ja, ich denke mal, dass ich jetzt einfach hier nach der Reihe öffnen werde. Ich lege ein Display mal beiseite und werde hier einfach anfangen mit dem Öffnen der Booster Packs. So. Und ich hoffe natürlich auf mega guten Pull. Alles andere wäre schwachsinnig und bringt mir nichts, denn ich will das Set vollständig haben. Also, wir haben einen Hippopotas, einen Geweiher, Schmerbe, Zickzacks, Gekkabor, nice. Ein Tentacher als Full Art. Quatsch, das ist ja eine Half Art. Ich hab's völlig vergessen. Also, das ist eine Half Art. Half Art Reverse. So, was. Ein Bibor in Rare. Ein Lombrero. Ein Sonderbonbon und ein Zappelack. So, ich habe vorhin eigentlich gesagt, dass ich sage, welche Karten ich tausche. Das fällt mir gerade auf, kann ich gar nicht machen, weil ich jetzt gar nicht im Kopf habe, welche Karten mir noch fehlen. Das sind wenig Karten, das weiß ich, ja. Von den normalen Karten sind es relativ wenig. Ich glaube sogar nur 3 Stück, die mir da fehlen. Das ist eine Holo und 2 andere noch. Ansonsten fehlen mir wirklich nur noch die Karten als Reverse und die sehr, sehr seltenen. Also sprich die goldenen Trainerkarten und sowas alles. Die letzten halt aus dem Set. So, wir haben hier einen Krebskorps, einen Sepa, einen Knackleon, einen Vulpix, einen Seemops, ein Silentium Labor und ein Manaphy Holo. Ein Lanturn, ein Lombrero und ein Sonderbonbon. Wir haben ein Lampi, Zapladin, Nidoran, Tentacher, Flemly, Zickzacks als Reverse und als Rare haben wir ein Meditalis Holo und ich glaube, das ist eine Karte, die mir noch fehlt. Dann haben wir ein Stolos, Geistesbund, Flemly, Lantern. Wir haben ein Illumise, ein Schmeckmark, ein Flemly, ein Merrill, ein Geweiher, ein Seejong als Reverse und als Rare haben wir ein Markago. Ja, dann haben wir ein Gyarados, ein Stolos Geistesbund und zu guter Letzt noch ein Flemly am Start. So, ja, das hier ist ziemlich verkrüppelt, ihr seht's, aber das ist gar kein Problem, denn die Booster habe ich alle gesaved. Ich habe 4 Booster ungeöffnet gelassen und 4 Booster geöffnet, aber ordentlich geöffnet, als Artwork quasi gesaved. Denn ich will das hier komplett als Masterset sammeln und dazu, also Masterset bedeutet eigentlich, man sammelt alle Karten aus dem Set plus alle Karten als Reverse-Karten, die in diesem Set vorhanden sind. Ich mache es noch etwas krasser, ich sammle wirklich auch die 4 Artworks noch dabei und jeweils immer noch die 4 Booster, also die 4 Artworks, aber ungeöffnet. Ja, ist halt die krassere Form, aber so mache ich es und so werde ich es dann auch später irgendwann
den Leuten zeigen können. Ne? Hier, ich habe perfekt gesammelt. So, Skoppel, Lotozel, Medice, dieser Sepa, Gewaldro als Reverse und als Rare Bulnona. So, dann haben wir noch ein Rizeros und ein Bisofang und ein Geradax am Start. Ja, so sieht's aus. Weiter geht's hier im Takt. Boah, wenn ich jetzt noch die Booster saven müsste, ne, das wäre ja richtig lästig. Puh, ne, das wollte ich nicht, das will ich nicht. Haben wir einen Lampi, haben wir einen Sonnenfell, haben wir einen Perlu, haben wir einen Nidoran, haben wir einen Tangela, Tangela Reverse und als Rare haben wir ein Voluminas. Dann haben wir noch eine Spezialenergie, sehr nice, spielstark und ein Rizeros und ein Bisofang. Also, der mit dem Typ Fee spielt. Spielstark. Da ich mit diesem Typ leider nicht spiele, ist diese Karte für mich unbrauchbar. Und nicht zu gebrauchen. Von daher habe ich sie auch schon. Von daher weiß ich, dass diese Karte auf jeden Fall schon mal zum Tausch steht. Knilz, Seemops, ein Hydropi, ein Barkschwa, ein Schmeckmack. Sehr nice. Ein Alabys. Ja, die Karte sehe ich zum ersten Mal. Die, also meine ich jedenfalls, dass ich die zum ersten Mal, das Artwork kommt mir nicht bekannt vor. Das ist eine Karte, die mir auf jeden Fall noch fehlt. Die Karte als Holo fehlt mir auch noch und die muss eigentlich dann recht selten sein, weil ich weiß nicht, wie viele Displays ich da schon geöffnet habe, aber die Karte fehlt mir und da sehe ich doch ein Proto Groudon EX. Sehr, sehr nice. Das ist Hammer. Das ist richtig cool. Die Karte kann ich mal hier hinlegen und ich glaube, die lege ich auch mal dazu, weil, na, da bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, die habe ich nicht. Kyogre's Geistesbund, ein Seemon und nochmal diese schicke Spezialenergie, aber ja, so nice. Mein erster EX-Pull. Sogar ein Proto-EX-Pull. Ja, habe ich aber leider, glaube ich, schon. Also, was heißt, glaube ich? Die habe ich schon. So, ein Sterndu, ein Fullbeat Nazgnet. Sehr nice Karte. Also kann ich jedem empfehlen, damit ein Deck zu bauen. Habe ich auch gemacht. Damit habe ich die Turniere gerockt. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Pantier, Hydropie. Oh, Mascargo Reverse. Rare, ja, sehr nice. Und als Rare ein Enikoro. Skoppel, Kyogre's Geistesbund und ein Seemon. Ich lege die Karte einfach nochmal hier zu. Kann ich ja vielleicht später nochmal was zu sagen zu der Karte. Eniko, Gekabor, Skoppel, Hornliu, Zickzacks, Seemops, Reverse, Nidoqueen als Half-Art Rare, Verbrannte Erde, Fritzelbits und ein Skoppel. Und in diesem Display Booster befindet sich ein Eniko, ein Rihorn, Seemops, ein Lotozel, ein Bidisa, Schneckmack als Reverse. Diese Karte gehört verbrannt wegen dem Artwork. Wow, Logok, Holo, nice, als Rare, ziemlich cool. Bidifas, Verbrannte Erde und Fritzelblitz. Seemops, Grammokles, Hippopotas, Fritzelblitz, Darkspar, Azu, Merrill als Reverse Rare und als Rare ein Sagnabüs. Dann ein Welser, ein Adrians Ass im Ärmel und ein Bidifas.
Hornio, Schmerbe, Gramokles, Fritzelblitz, Rotomov, ein EP-Teiler als Reverse und ein Grabbit als Rare, Kokuna, Velsa und Adrians Ass im Ärmel. Seawire, Chips Corps, Sepa, Knackling, Vulpix, Seemon Reverse, Velsa Rare, Nidoqueen, Makago und Kokuna. Medici, Tentacha, Vulpix, Chips Corps, Zaplade, Loturzel als Reverse und ein Tangolos als Rare, Kunstrad, Nidoqueen und Makago. Mal eben kurz schauen. Ja. Ja, in manchen Sets ist das Nidoqueen wirklich die Rare. Und hier in diesem Set aber nicht. Das wundert mich ein bisschen. Ah. Ist ja hier ernüchternd, ne? Ist ja, die Seite hier ist schon weg. Diese Seite hier ist leer. Und bis jetzt nur eine. Komisch. Naja. Kann man ja nicht alles haben, ne? Also, Tangela, Illumise, Schmeckmark, Plemni, Merrill. Wow, geil. Spezialenergie des Types Stahl als Reverse und als Rare. Wow, Durengard Holo. Nice. Jungblut. Pantimos und Kunstrad. Ah. Pantimos ist auch so eine Geschichte. War immer ein Psycho-Pokémon. Haben die sich gedacht, oh, sieht menschlich aus, sieht ganz nett aus. Machen wir mal Typ Fee. Richtig unnötig. Das war schon immer ein Psycho-Pokémon und eins der coolsten Psycho-Pokémon, die es je gegeben hat. Meiner Meinung nach. Da ist nichts Fee dran. Nichts. Gar nichts. An der Weiterentwicklung von Schlurp vielleicht. Da ist vielleicht was. Mit einer Fee, aber nicht Pantimos. Pantimos war schon immer der Gehilfe von Ashs Mutter und eins der coolsten Psycho-Pokémon, weil es einfach komplett das Wetter beeinstimmen konnte. Nicht beeinflussen, sondern so, hier, es wird gleich regnen oder so. Gekabor, Knilz, Tangela, Bidisar, Perlu, Lombrero als Reverse und als Rare haben wir Groudon EX. Geil, 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 geil. Nicer Shit. Dann Erinnerungsstätte, Jungblut, Pantimos. Ja, ihr merkt schon sicherlich, dass ich mich nicht arg so freue, wenn ich hier sowas ziehe. Weil, naja, ich bin wirklich nur noch auf der Suche nach den Karten, um das Set zu vervollständigen. Und ich befürchte, dass ich kann mir noch so viele Displays kaufen. Das wird nichts bringen. Ich muss mir wohl oder übel, ja, ein paar einzelne Karten bei eBay kaufen oder halt ertauschen, wenn mir da einer welche anbieten kann. Insbesondere die goldenen Trainerkarten. So, wie dieser Sterndu, Volbeat, Nasgenet, sehr geile Karte. Pandir, Groudons Geistesbund als Reverse, Gewaldro als Rare, Energiezugewinn, Seejung und Fluchtseil. Wham Lam, Ding Ding Dong, Illumise, Hippopotas, Schmeckmack, Nidoran, Knackleon, Fritzelblitz als Reverse und als Rare Tohido. Müll. Warum Müll? Ja, weil Tohido einfach mal die schlechteste EX-Karte in diesem ganzen Set ist. Bisofang, Energie zu gewinnen und Seejung. Ist jetzt nicht gerade der Boiler. Deswegen, also ich kann mich nur mäßig nur noch freuen über EX-Karten. Also ich weiß noch, wo ich damals eigentlich einer der geilsten Sets, ja, Flammenmeer, wo es wirklich haupttechnisch um Glurak ging, wo dann auf einmal Glurak EX Full Art rauskam. Das war noch Euphorie dabei. Jetzt Rotomov, Eneko, Rihorn, Seemops,
Lotozel, Nidoqueen, Reverse. Das ist hier wiederum eine Rare, eine Half-Art. Dann ein Rehornior als Rare, Nidorina und Raue See und Bisofang. Ja, also. Jetzt ist es wirklich nur noch so. Zum Set vervollständigen halt. Und man freut sich nicht mehr so ganz krass. Also, wenn ich mich nochmal richtig hart freuen sollte, dann muss es schon irgendwie so ein altes Display sein. Das allererste oder so, ja, die ersten 151 Pokémon. So davon so, dann nochmal einen Glurak selber ziehen oder so, ja, das wäre was. Aber das hier gilt quasi wirklich nur zum Set vervollständigen. Nazgûnet, Volbeat, Pandir, Hydropie, Bagschwar. Dann gibt es hier eine verbrannte Erde als Reverse und als Rare Hammer. Richtig geil. Nice. Jetzt muss ich kurz Hammer. Richtig geil. Ohne goldene Trainerkarte. Richtig geil. Ja, die fehlt mir natürlich noch, ne? Hinter den Karten bin ich halt her. Nice. So, Schwächeschutz, Nidorina, Raue See. So, die Karten, die meine ich. Ich zeige die noch einmal hier ganz vorsichtig in die Cam. Puh, das sind die Karten. Ja, ich kann euch das auch gerne nochmal hier an der Karte zeigen. Die habe ich ja quasi auch in normal. Da ist nichts anderes dran. Ja, das ist ein und dieselbe Karte, hat denselben Effekt, sieht genauso aus, nur dass eben das Gelbe hier in Gold schimmert und dass die Karte hier natürlich eine Silver Rare ist. Beziehungsweise der Stern ist Gold. Na, Silber, okay, Silber, ja. Er schimmert Silber, Gold, also es ist, man nennt es Silver Rare auf jeden Fall. Und die Karten sehen einfach mal mega pornös aus, weil einfach mal das hier auch in der Mitte einfach mal komplett so richtig am Glänzen ist. Ja? Also wirklich dieser Schwächeschutz, dieser Zettel. Und hier die Striche dabei und so, das sieht alles richtig episch aus. Da haben sie sich schon Mühe gegeben. Krass, und jetzt endlich habe ich mal so eine Karte gezogen. Ich meine, eine hätte ich gezogen und eine habe ich auch schon. Ich glaube, den Tauschball in Gold. Aber das ist halt, wie gesagt, die einzigste. Und da brauche ich noch ein paar. Da gibt es noch mehr. Da gibt es noch mehr. Und hinter denen bin ich her. So. Zablala. Horniu, Schmerbe, Gramokles, Fritzelblitz, Flemly als Reverse und als Rare ein Tentoxar. Dann Morabbel, Zablalek und ein Schwächeschutz, ja. Müll, kein Müll. So. Puh, ich weiß auch nicht, was das gerade ist in mir drin, aber mein Kopf sagt mir so, geil, dass ich hier nochmal Pokémon-Karten unboxe. Sterndu, Flemly, Lotozel, Sonnenfell, Rotomorph, wow. Groudon als Reverse, die fehlt mir auch auf jeden Fall noch. Dann Sedraking, Lantoren, Morabbel und Zablalek. Ja, und irgendwie sagt mein Herz, ja Mann, do it, do this shit. Mach es weiter und irgendwie kriege ich gerade wieder richtig Bock da drauf. Perlu, Mediti, Tintacha, Vulpix, Apescorps, Stami als Reverse, Azumarill, Dugles, Professor Burgs, Beobachtungen, Lantonen als letzte Karte in diesem Booster. Lampi, Fritzelblitz, Tentara, Rihorn, Zablana. Energie, eine Spezialenergie des Types Fee als Reverse. Und als Rare haben wir das schicke Sedraking. Holo, als Half-Art, Sagnabis, Duokles, Professor, Birks Beobachtungen. Ja, das weiß ich auch noch. Das war Hardcore. Als ich die Karte gezogen habe, da habe ich mich auch richtig gefreut, weil
Die Karte ist auch seltener in diesem Set. Auch wenn es nur eine blöde Half-Art ist, ja, eine Holo-Rare, also dürfte eigentlich nicht so mega krass selten sein, aber ich glaube, ich habe die erst in meinem letzten Display dann irgendwie im vorletzten Booster drin gehabt. Das war schon echt komisch. So, hier haben wir einen Zickzacks, Gekabor, Knilz, Tangela, Bisa, ein Flamly als Reverse und als Rare haben wir Gardevoir EX. Richtig geiler Scheiß als Full-Art. Mega krass. Geradax, Vibrava und ein Ragnabys. Ja, da hat sich ja die Ausbeute doch noch gelohnt. 1, 2, 3, 4, 5 richtig krasse Karten. Und hier kommen noch Booster. Und dann habe ich nochmal 4 Booster weggetan aus diesem Display, wo noch auch noch was drin sein könnte. Dann wäre das krass. Krebskorps, Hornio, Schmerbe, Seemops, Bidisa, ein Energiezugewinn als Reverse und als Rare ein Kapilz. Kapilz. Kokuna, Geradax und Vibrava. Also, Vibrava sieht doch echt aus wie ein Drache, oder? Nicht. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Vibrava als Typ Drache zu nehmen. Vibrava sieht eher aus wie ein Schmetterling oder sowas. Oder wie eine Libelle oder sowas, ja. Oder wie ein Käfer halt, der besondere Flügel hat. Sagen wir es mal so, ja. Also allenfalls, ja, vielleicht, ja, Pflanze auf jeden Fall, ja, das ist klar. Und dann allenfalls vielleicht noch Typ Psycho, weil er vielleicht irgendwelche Psycho-Attacken dieser Käfer kann, ja. Es gibt ja manche Käfer, die beißen dich und dann bist du halt so psychisch weg. So, das kann das, aber nicht Typ Drache. Also, da mache ich lieber das nächste Booster hier, Knackleon, Seemobs. Flamly, Merrill, Geweiher, Raue See als Reverse und als Rare nochmal das Bibor. Dann das Reptane, das hat ein cooles Artwork, wie ich finde. Spezialenergie des Typs Stahl, Kokuna. Preisfrage an alle, es geht um 1 Million Euro. Wieso heißt Kokuna Kokuna und wieso sieht es so aus? Richtig, ich gebe euch die Lösung, sodass einfach keiner mehr diese 1 Million gewinnen kann. Kokuna heißt Kokuna, weil das ursprünglich von dem Wort Kokon kommt. Und ein Kokon ist, ja, so ein Viech, wo halt nachher, ne, das Viech Bibor daraus entstehen kann, beziehungsweise die Wespe. Granokles, Meditier, Rotomorph, Knilz, Merrill, Zaplalek. Als Reverse. Und als Rare haben wir das Stami. Dann Gardevoirs Geistesbund und Reptane. Und eine Spezialenergie des Types Stahl. Wir nähern uns dem Ende zu. Das hier ist das viertletzte Booster. Danach mal sehen, was dann kommt. Bargschwa, Illumise, Hippopotas, Schmackmack, Nidoran, Sumpex, Reverse Rare. Ziemlich geil. Boah, Tromborg EX. Nice. Haben wir aber schon. Also weiß ich, dass ich die auf jeden Fall schon habe. Dann ein Grorons Geistesbund. Maskeregen. Gardevoirs Geistesbund. Pandir, Sepa, Eniko, Tangela, Gekabor, Rizeros. Als Reverse und als Rare, Kyogre, Bifas, Groudon's Geistesbund und ein Maskeregen. Na komm, eine EX-Karte ist noch drin. Ein Rotomo, Nasgnet, Vorbild, Pandir, Hydropi. Ein Geradax als Reverse und als Rare ein Valreiser. Rizeros, EP-Teiler und zu guter Letzt ein Bidifas. Letztes Booster hier. Einmal kurz geknutscht.
Vielleicht bringt es ja was. Ein Eloise Sonnenfeld. Knack Leon. Nasgnet. Perlu als Reverse. Und als Rare. Ja, nice. Richtig geil. Nice. Nice. Professor Birks Beobachtung als Full Art. Nice. Richtig geil. Ein Max Baltrick. Rizeros. E.P. Tyler. Ja, das Video wäre kein richtiges Poketubing-Video, wenn ich nicht auch hier ein Recap machen würde. Obwohl ich ja eigentlich nur hier zack, zack, zack das Set vervollständigen will, mache ich aber dennoch für euch hier ein Recap. Wir haben hier Gardevoir EX. Wir haben Proto Groudon EX. Wir haben Professor Birks Beobachtungen. Wir haben den Schwächeschutz als Gold Rare, beziehungsweise ja Secret Rare, goldener Rand, hier als Silver Rare. Dann haben wir ein Tohido EX, dann ein Groudon EX, dann ein Tromborg EX, dann das Alabus, Reverse Rarechen. Und zu guter Letzt haben wir hier dieses Nasgnet, auf das ich nochmal kurz eingehen wollte, weil ich finde, dass das sehr spielstark ist. Also nicht die Karte an sich, sondern einfach das Pokémon, weil das ist ein Basis-Pokémon und das ist ein ziemlich gutes Basis-Pokémon. Hat erstmal 80 KP, ist das Typ des Kampf. Ja, braucht für Verhärten 2 normale Energie. Während des nächsten Zuges deines Gegners wird Schaden, der diesem Pokémon durch Angriffe zugefügt wird, um 40 Schadenspunkte reduziert, nachdem Schwäche und Resistenz errechnet wurden. Ja, also kannst du einfach 40 dann abziehen vom eigentlichen Angriff. Und die Ramme braucht einen Kampf und 2 normale Energie sind 40 Angriff, ja. Wie gesagt, ist nur ein Basis-Pokémon, ist aber recht geil. So, dann geht's jetzt weiter mit diesem Display. Let's go. Nein, war ein Spaß. Ich habe euch jetzt lange genug genervt mit meinem Gelaber. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video, ob dann was zum Thema Poketubing nochmal kommt, à la dieses Display. Das weiß ich noch nicht, aber ich denke schon. Ja, macht's gut, Leute. Euer Garados Damage verabschiedet sich mit einem lauten Schimmel und Ciao mit V. Bis dahin. Tschüss.